Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe Computertipps. Heute mit einem Thema, das in Zahnarztpraxen, Allgemeinmedizinern oder in Gegenden, wo überall ein frei zugänglicher PC steht, stattfindet. Jeder kennt die Situation, man geht zum Zahnarzt oder zu einem Allgemeinmediziner, er wird irgendwann ins Behandlungszimmer reingerufen und in der Regel stehen da auch Computeranlagen, die komplett ungeschützt sind. Und jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, mit einem kleinen USB-Stick einfach mal sich an den PC Daten runterzuziehen oder mal zu schauen, was sind denn da für Daten überhaupt eingegeben oder welche Krankheiten hatte eventuell der Vorpatient. Und für dieses Problem, für diese Sicherheitslücke gibt es eine Möglichkeit, ein System zu schützen, und zwar in der Form, dass man mit einer kleinen Hardware-Komponente, die per USB bzw. per Bluetooth funktioniert, dass man hingehen kann und kann den PC, wenn eine Sprechstundengehilfe oder ein Arzt den Computer bis zu einem gewissen Abstand verlässt, dass der Computer automatisch gesperrt wird und wenn er wieder zurückkommt, automatisch wieder entsperrt wird, sodass der PC für die Zeit, wo er unbeaufsichtigt ist, komplett geschützt ist. Wie das funktioniert, zeige ich euch mal ganz kurz. Wir haben jetzt hier einen offenen PC stehen, an dem kann man sich ganz normal per USB-Stick irgendwelche Daten runterziehen. Und wir haben so ein kleines Gerätchen, das man nachher in die Tasche oder irgendwie um den Hals drumherum hängen kann und kann damit den PC schützen. Wie funktioniert das Ganze? Sobald ich mich mit diesem Teil, mit dem Transponder, in eine gewisse Entfernung entferne, wird der PC gesperrt. Das demonstriere ich jetzt einfach mal, indem ich mal weggehe. So, wir sehen jetzt, dass der PC gesperrt ist. Und sobald ich wieder in die Gegend komme und meinen Stick irgendwo in die Nähe habe, erfolgt automatisch wieder die Freischaltung. So, damit ist der PC für die Zeit, wo kein Arzt da ist oder auch keine Sprechstundengehilfen da ist, auf jeden Fall geschützt. Man kann nicht einfach mal so mit seinem USB-Stick da irgendwelche Daten abziehen oder man kann mal schauen, welche Patienten da irgendwelche Krankheiten haben zum Beispiel. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß.